und Start. Im Preis der Aargauischen Kantonalbahn ist es Astro und Ihnen Syntromos, die erst einmal auf die Reise geht. 12 Hindernisse sind zu springen. Vorne Astro, das Feld, vorne Tribünen, 4 Tribünenpassagen, die vierte dann ins Ziel und Astro kommt hier als Erster. Astro, Syntromos, Feierabend oben, gut gesprungen, dann Maitai und der Wendelöl. Syntromos, Neuhaupt, Maitai und Rettereck. Wenn Astrup das Tempo nicht zusammenfallen lässt, dann wird das eine Weile wohl so bleiben. Auf die Gegenseite mit gespitzten Ohren kommt hier Astrup auf die Hürde zu. Leichter Schenkel, aber natürlich kein Problem für Jürgen Langer. Astrup, Syntromos, Neuhaupt, geht stark in die Hand von Michael Huber. In ruhiger Fahrt, ja, jetzt hat Jürg Langmeier seinen Schimmel etwas aufgefordert. Hey Junge, hier sind wir nicht auf einer Spazierfahrt. Und jetzt geht es etwas mehr zusammen. Astro, Syntromos, Weihau, Maitai und November Rennen. Reihenfolge wie gehabt, bekommen die Pferde jetzt erneut zum zweiten Mal vor den Tribünen. In einer tiefen Hockenstellung, Jürg Langmeier, der Große, der lange Langmeier, ein großer Jockey. Was hat uns der in der Schweiz schon gezeigt an Rennen? Jetzt hier, die Fahrt wird jetzt besser von Astro. Das Feld von den Tribünen, Preis der Aargauischen Kantonalbahn, Astro. Etwas dessen, was machen sie hinten? Syntromos findet langsam, aber sicher schließt er die Lücke wieder. Das sind natürlich, wie gesagt, alles erfahrene Top-Jockeys. Bei Thomas Hühler, mit Anthony Le Cotier, Erwan Chazelle und Michael Huber. Die Reihenfolge ist unverändert. Wir haben Astro, Syntromos, Feier, Maitai und November Rain. Schluss. So kommen die Pferde dann erneut auf die Geraden. Es ist immer noch Astro, Syntromos. Maitai geht jetzt außen heran und zwar noch zweite Spur. Alle Jockeys haben immer noch die Hände voll, wie man im Fachjargon sagt. Hier kommt erneut Astro. Immer mit einem kleinen Schlenker, mit gespitzten Ohren, aber macht seine Sache ausgezeichnet, wie alle anderen auch. Astro, Syntromos, Weihau, Maitai und November Rain. Im Preis der Aargauischen Kantonalbahn geht es jetzt auf die letzte Runde. Der Rest wird wahr. Durch die Lücke zu schleichen, aber das ging nicht auf. Jetzt hat er